Meine Damen und Herren, wenn Klaus Johannes seine Visitenkarte überreicht, steht als Adresse sachlich und schlicht Hermannstadt drauf. Das, was ich jetzt sage, meine ich ernst und ich begebe mich nicht ansatzweise in den Verdacht einer Übertreibung. Hermannstadt ist die Visitenkarte dieses Mannes. Unsere altehrwürdige Haupt- und Hermannstadt war zu dem Zeitpunkt, als Klaus Johannes das Vertrauen der mehrheitlich rumänischen Bürger ausgesprochen bekam, nicht viel mehr als eine Ruine. Wie Phönix aus der Asche ist noch eine der tiefstapelndsten Bezeichnungen in der rumänischen und deutschen Presselandschaft, wenn es darum geht, die Entwicklung der letzten 15 Jahre unseres Hermannstadt zu skizzieren. Dafür, lieber Klaus Johannes, dafür, dass du gefühlt weiterhin unser aller Hermannstadt gut regierst, dafür, dass du unser Hermannstadt hast aufbauen lassen und dafür, dass du weit über Rumänien hinaus und damit unser aller Renommee auf alte sibirische Tugenden wie Verlässlichkeit, Gründlichkeit, Ehrlichkeit und Aufbauwillen gründest, dafür bedankt sich die Föderation im Namen ihrer 5 nationalen Verbände in Deutschland, in Österreich, in den USA, in Kanada und in Rumänien mit höchster Anerkennung und dem gebührenden Respekt vor deiner Leistung. Sein politisches Talent stellt Klaus Johannes bereits seit dem Jahr 2000 als Bürgermeister von Hermannstadt unter Beweis. Er ist einer der erfolgreichsten Rathauschefs in Rumänien. Hermannstadt gilt heute unter ausländischen Investoren als erste Adresse in ganz Rumänien. Arbeitslosigkeit ist nicht vorhanden, der Tourismus boomt. Klaus Johannes ist aber nicht nur Bürgermeister, auch wenn ihn spätestens seit dem Kulturhauptstadtjahr 2007 ganz Europa als solchen kennt. Klaus Johannes ist seit 2002 bis 2013 über ein Jahrzehnt lang der Leiter des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien gewesen. Als Vorsitzender agierte er in exponierter Funktion nach außen politisch, nach innen integrierend und besonnen. Auch in diesem Amt zeigte er sich als Garant für die viel zitierte Funktion als Brückenbauer zwischen den Nationen, die die Siebenbürger Sachsen leben, als Brückenbauer auch innerhalb der eigenen Gemeinschaft, hier wie dort. Ich behaupte, dass Klaus Johannes der bekannteste lebende Siebenbürger Sachse weltweit ist. Aus dieser Bekanntheit heraus erwächst ihm die natürliche Verpflichtung, das Bild, das Wesen, die Identität unserer Landsleute nach außen zu tragen und zu repräsentieren. Diese Verpflichtung stellt sich Klaus Johannes tagtäglich und erfüllt sie vorbildlich. Klaus Johannes ist Träger des Sterns von Rumänien, der höchsten Auszeichnung seines Landes. Er ist Träger des großen silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich, der wichtigsten staatlichen Ehrung der Alpenrepublik. Er ist bereits seit 8 Jahren Träger des Bundesverdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland. Und mir persönlich ist es ebenfalls wichtig zu erwähnen, dass Klaus Johannes Träger der Ehrenplakette des Bundes der Vertriebenen BDV ist, die ausschließlich an Persönlichkeiten überreicht wird, die sich um die Völkerverständigung verdient gemacht haben. Im Blumenstrauß dieser höchsten Auszeichnungen fehlt nur noch eine. Daher ehren wir Klaus Johannes heute mit dem Föderationsstern der Siebenbürger Sachsen. Es ist die höchste Auszeichnung, die Siebenbürger Sachsen weltweit zu vergeben haben. Lieber Klaus, du hast sie verdient. Ich verlese die Urkunde. Die Föderation der Siebenbürger Sachsen in aller Welt mit den Mitgliedsverbänden, Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Alliance of Transylvanian Saxons in the United States of America, Bundesverband der Siebenbürger Sachsen in Österreich, Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, Demokratisches Forum der Siebenbürger Sachsen in Rumänien, verleiht hiermit Herrn Klaus Werner Johannes den Ehrenstern der Föderation.
für besondere Verdienste um die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen weltweit, insbesondere in seiner Eigenschaft als Oberbürgermeister von Heimatstadt und als Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Dinkelsbühl, am 8. Juni 2014.